Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute mal wieder zu einem Make-up-Look. Und zwar gehe ich zur Glow. Jetzt will ich zuerst wissen, wen ich denn da von euch sehe. Ob ihr Karten bekommen habt oder nicht, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und ich mache euch jetzt den ultimativen Glow-Look, beziehungsweise könnt ihr den natürlich auch auf jedem Festival tragen. Die Produkte sind alle von der lieben Heidi gesponsert, sag ich mal. Nicht, dass ich da jetzt Geld für bekomme, aber sie stellt mir die zur Verfügung, damit ich wieder neue Looks für euch kreieren kann. Und ich würde mich super einfach freuen, wenn ihr mal in die Infobox schaut, denn da findet ihr den Link zu Heidis Shop. Da kriegt ihr eine ganze Menge an Glitzer. Und jetzt guckt euch diese Box an. Ich musste schon voll lachen. Die ist schon voll glitzerig und jetzt hört mal. Oh, warte. Nicht, dass da alles rausfällt. Hört ihr das? Wie geil ist das denn? Das passt ja immer mega zum Thema. Und hier sind so geile Sachen drin. Einfach Ding. Also ich wollte das Ganze so ein bisschen um so ein Face Jam, also diese Face Jewels rumbauen. Und da hatte ich halt mir zwei zugeschickt. Ich bin mir gar nicht sicher, welche ich jetzt benutzen soll. Aber ich gucke mir jetzt mal die anderen Glitzer an und werde es dann entscheiden, was halt so zusammenpasst. Ich habe mich jetzt für die dunklen entschieden, das ist so ein bisschen sehr extra und ich sehe gerade, da hat sie mir doch einfach hier noch so Glitter-Tattoos eingepackt und da sind einfach mal Sommersprossen dabei, wie cool ist das denn? Jetzt kann ich mich überhaupt nicht mehr entscheiden. Hier ist so viel drin, sogar eine Glitter, ja so eine Face-Mask, so zum Peel-Off, ja mega cool. Super viele Glitzer drin, super viel, ja hier auch so ein Chunky-Glitter, mega. Ich bin überfordert, Leute. Ich bin echt überfordert. Aber wir machen jetzt erstmal die, ja, diese Face Jewels drauf, würde ich sagen. Base sitzt schon und dann geht's weiter. Eine Seite sitzt schon. Ihr zieht die einfach wie so ein Aufkleber im Prinzip ab. Könnt ihr auch sofort aufkleben. Na, der will nicht. Vorführeffekt, der andere ging super ab. So. Und dann platziert ihr den so über der Augenbraue mit eurem Augenbrauenbogen, sag ich mal. Das passte jetzt ganz gut. Ich habe da so ein bisschen rumprobiert. Also der Kleber ist auch echt stark. Ich glaube tatsächlich, das hält wirklich die ganze Nacht oder den ganzen Tag, wenn ihr auf der Glow seid oder auf dem Festival. Mega cool. Ich habe das jetzt nicht so ganz unterm Auge platziert, sondern eher so ein bisschen ja, Highlighter-mäßig. Fand ich irgendwie schöner. Passte jetzt zu meinem Gesicht einfach besser. Aber da müsst ihr echt so ein bisschen ausprobieren. Aber wie gesagt, ich habe es halt auch noch mal zweimal abgemacht und es hält halt trotzdem bombenfest. So, und jetzt bauen wir den anderen Glitzer drumherum auf. Wir starten mal mit den Pigmenten. Die wollte ich so als Eyeshadow benutzen. Und zwar sind das jetzt hier so ein Blauton, so ein goldiger Ton. Und dann habe ich hier aber auch noch so ein, ja, so ein bisschen Bronzeton und so ein Aquamarin. Das passt natürlich ganz gut hier zu dem, ja, zu diesen Face Gems, Face Jewels. Ich bin mir nicht sicher, womit ich anfangen werde. Als allererstes habe ich hier diesen Glitter Primer verwendet von Essence, damit halt alles auch wirklich hält. Und starte jetzt mit diesem goldigen, ganz sanften Ton, einfach um das Ganze mal so ein bisschen ja, zu setten, beziehungsweise erstmal zu gucken, wie die Pigmente denn so sind. Also das ist wirklich ein ganz softer Ton, den finde ich ganz schön hier für den Innenwinkel. Sieht das aus? Ich musste euch diesen Aquamarinton einfach mal so zeigen im offenen Zustand. Der ist so krass, ne? So richtig glitzerig. Und den gebe ich mir jetzt direkt hier als Übergang. Presse ich den mir hier so aufs Augenlid. Ich glaube, da müssen wir nochmal ein bisschen Primer machen. Der ist mittlerweile nämlich leider auch schon getrocknet. Mit Primer klappt es besser. Der klebt, also das Pigment klebt einfach besser, wenn der noch feucht ist. Guckt euch das mal an. Das erinnert mich total an Prinzessin Elsa. Da könnt ihr bestimmt auch richtig coole so Winterlooks oder so mit zaubern. So, ich versuche das Ganze mal so ein bisschen zu blenden. Das ist natürlich bei Pigmenten immer etwas schwieriger, als wenn ihr mit normalen Lidschatten arbeitet. Aber ich finde es noch nicht mal so schlimm, ganz ehrlich, bei so Festival-Looks. Außenwinkel verwende ich jetzt dieses dunkelblaue Pigment. Und das ist so ein bisschen, kommt es grob raus. Und wenn ihr das so ein bisschen presst, ist es auch ziemlich fein. Und es passt halt mega hier zu den, ja, zu diesen Face Jewels. Richtig Hammer, oh mein Gott. Das sieht so cool aus. Jetzt verwenden wir mal eins der feinen Glitzer. Die zeige ich euch erstmal. Und zwar haben wir da einmal so einen Bronzeton. Dann haben wir hier so ein, ja, was ist das? So ein Anthrazit, würde ich sagen. Finde ich schon mal sehr interessant. An feinen Glitzer habe ich dann auch noch so einen frostigen Ton. Ich sage ja, so Eiskönigin würde auch noch sehr gut passen. Und halt so ein Pink.
Und dann habe ich was mega Interessantes gefunden, denn guckt euch jetzt mal ganz kurz dieses Pigmentglitzer an. Ich weiß nicht, ob es euch bekannt vorkommt, aber ich habe das zu Hause von NYX. Das ist so ein, ja, so ein Schimmerpigment. Die sehen sich so verdammt ähnlich, die beiden Töne. Und das muss ich jetzt einfach mal testen, ob die echt so das Gleiche können. So, wir haben hier das NYX Glitter, wir haben hier das Essence Glitter. Also die Reflexion ist schon ein bisschen cooler von NYX Glitter. Wobei das Essence Glitter tatsächlich feiner ist als das NYX Glitter. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber wir werden das auf jeden Fall mal auf dem Auge austesten. Und dazu brauche ich wieder mal Primer. Primer ist das A und O, merkt ihr schon, bei Glitzerlooks, weil ihr das einfach so richtig ankleben könnt. Hier auf der Seite verwende ich jetzt mal das NYX Glitter. Ich muss sagen, auf dem Auge sieht man keinen Unterschied mehr. Hier haben wir NYX Glitter, hier haben wir das Essence Glitter. Also mit dem Primer sehe ich jetzt keinen Unterschied. So, jetzt zeige ich euch aber auch noch so ein paar grobe Glitter. Und zwar haben wir einmal hier so ein Chunky Gold und so ein, ja, was ist das? So ein irisierendes mit ein bisschen Pinky drin, ein bisschen, ja, auch so ein bisschen weiß irisierend. Dann haben wir hier so Sterne, mega cool, und Blitze. Guckt euch das mal an, voll geil. Und wir haben hier noch so ein, ja, so ein bisschen Schwarz mit drin, auch so kleine Flakes, sag ich mal. Und für die Nägel haben wir hier noch auch so Flakes in Silber und so goldige Töne. Finde ich auch mega cool. Ansonsten habe ich hier aber auch noch einen Lip-Topper und hier so einen spannenden goldenen Eyeliner. Und den verwenden wir jetzt auf jeden Fall nochmal eben. Der ist von Essence und zwar aus der Glitter Shocks Reihe. Da gucken wir mal. Ach, das ist gar kein Eyeliner. Ich sehe gerade erstmal, das ist so ein Bürstchen. Und zwar ist das für Gel, Mascara, Lash and Brows. Dann beglitzern wir doch einfach mal ganz kurz unsere Brauen ein bisschen. Ach süß, so ganz leichter Glitter. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Cool, das finde ich gut. Ist auch so ein bisschen wie so ein braun Gel, verhält sich das. Die Wimpern gebe ich das jetzt nicht, weil ich gleich noch Fake Lashes auftragen möchte, natürlich zum Festival Look. Aber finde ich mega auf den Brauen. Cool. Ich habe mir so Magnetic Lashes draufgeklebt. Fand ich ganz cool. Die sind halt so ein bisschen extra, sag ich mal. Ne? Die kriegt ihr übrigens auch bei Heidi. Und jetzt machen wir uns mal kurz an die Lippen. Und dann nehme ich hier diesen Sparkle Lip Topper als sozusagen Kleber für mein nächstes Glitzer, was ich benutze. Den gebe ich jetzt einfach drauf. Oh, der ist mega weich. Und was riecht der? Der riecht mega lecker. Und dann nehme ich hier dieses Glitter. Das fand ich ganz schön. Gib mir das wieder hier in so ein Schälchen rein. Ich nutze da immer übrigens ganz gern die aufgebrauchten Wimpern, diese Plastikdinger. Dann mische ich Make-up an, Glitzer und alles, damit nicht alles immer rumfliegt. Dann nehme ich mir einen Pinsel und presse mir das halt wirklich so auf die Lippen. So sieht das Ganze übrigens aus. Nehme mir ein bisschen was. Und es klebt sehr gut. Super. Guck mal, wie schön das aussieht. Oh, voll gut. Ich kam jetzt gerade noch auf die Idee, diese Sterne zu verwenden. Und zwar habe ich mir die hier in die Augeninnenwinkel gesetzt. Und hier wie so Bindis, weil das sind große und kleine Sterne. Fand ich ganz niedlich irgendwie. Und jetzt machen wir aber noch so ein bisschen Highlighter aus Glitzer. Was? Ich habe mich jetzt für dieses Chunky Gold entschieden. Das finde ich total schön. Bin mir gerade nicht so sicher, die Kombi mit den Lippen. Aber ich meine, Festival oder Glow, da geht halt einfach alles, ne? Und zwar nehmt ihr einfach wieder ein bisschen von dem Primer. Gebt euch den wie so ein, ja, wie wo ihr euer Highlight setzen würdet im Prinzip. Jetzt habt ihr natürlich hier diese Crystals. Kann man aber auch super schön unter die Augen setzen. Kennt ihr bestimmt diese Fotos, wo alles so verwischt ist. Und dann ist dieses hier, dieses Chunky Glitter. Und das setzt ihr euch einfach mit einem Pinsel. Das klebt ja von alleine auf diesem Primer hier auf eure Highlighter-Partien. Dann ziehe ich das so ein bisschen raus, dass es nur so in der Mitte so extrem ist. Und oben wird es dann halt so ein bisschen, ja, sanfter, sag ich mal. Und schon habt ihr einen mega Glitter-Highlighter. So, meine Lieben, der fertige Festival-Look. Ich hoffe, es gefällt euch, beziehungsweise der fertige Glow-Look, je nachdem, wie ihr da hingehen möchtet. Ich würde sowas, glaube ich, tatsächlich eher auf einem Festival tragen. Ja, die Perücke passt natürlich auch super dazu. Ich finde es mega cool. Ich liebe Glitzer. Macht euch Glitzer auch so glücklich? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mich macht es mega glücklich. Ich finde es richtig, richtig cool und ich würde jetzt am liebsten schon direkt losdüsen. Aber ich muss ja noch ein paar Tage warten. Ich hoffe, wir sehen uns alle da. Ich freue mich, euch zu treffen und ja,
hoffe, ihr habt eine schöne Glow, die gehen. Und ansonsten die anderen, wenn ihr vielleicht irgendwann anders Karten kriegt. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen dafür. Ansonsten mache ich euch hier noch 2 neue Videos rein. Schaut da gerne auch mal rein. Schaut bei der lieben Heidi in die Infobox, da ist der Link. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich sage tschüss und bis dahin. Eure Laura. Ach so, Abo-Knöpfchen nicht vergessen.